Sea of Thieves kann am Anfang sehr schwer für neue Spieler sein. Deswegen zeige ich dir in diesem Video, was du als Anfänger beachten musst. In diesem Video erfährst du alles, was du wissen musst, wenn du 2024 mit Sea of Thieves anfängst. Und selbst wenn du nach einer langen Pause zurückkehrst, bin ich mir sicher, dass auch was für dich dabei sein könnte. Lehn dich zurück und viel Spaß mit dem Video. Okay, fangen wir ganz von vorne an. Wenn ihr das Spiel zum allerersten Mal startet, dürft ihr euch einen Piraten aussuchen, welcher zufällig generiert wird. Wichtig ist, dass ihr euch da ein bisschen Zeit lasst, denn diesen könnt ihr so schnell nicht mehr verändern. Die einzigen beiden Möglichkeiten wären, den Piraten zu löschen, wodurch ihr dann auch euren Fortschritt löscht. Die andere Möglichkeit wäre, einen Trank zu kaufen, welcher antike Münzen kostet, das ist so gesehen die Echtgeldwährung in dem Game, und kostet umgerechnet 3 Euro. Wenn ihr den dann gekauft habt und euch nochmal einloggt, könnt ihr wieder zwischen zufällig generierten Piraten wählen, aber diesmal könnt ihr es dann auch überspringen und einfach dann machen, wenn ihr möchtet. Außerdem gibt es auch seltene Merkmale der Piraten, wie zum Beispiel ein blindes Auge oder noch seltener, 2 blinde Augen und noch viel seltener, eine der beiden Merkmale und einen gut aussehenden Piraten. Findet ihr eine Schatzkiste, Schatztruhe, Kelche oder ähnliche Schätze, da kauft ihr diese bei dem Goldsammler. Außerdem gibt es auch seltene besondere Schatztruhen, zum Beispiel eine heulende Kiste, welche euer Schiff mit Wasser volllaufen lässt und noch ganz viele mehr. Also passt vor denen auf und die sind auch außerdem sehr, sehr viel Gold wert. Findet ihr Skelettschädel, könnt ihr den nicht einfach beim Goldsammler abgeben, sondern müsst die zum Seelenorden bringen. Und auch für die gibt es einige sehr besondere Schädel. Findet ihr Tee, Zucker, Gewürze oder ähnliches, verkauft ihr die beim Handelsbund. Meist sogar das Handelsbund-Logo auf den Kisten zu sehen. Das heißt, ihr wisst dann direkt, dass sie für den Handelsbund sind. Viele fragen sich bei Spielen immer, was ist eigentlich das Hauptziel? Und in Sea of Thieves ist das ziemlich schwer zu sagen. Aber was durchaus ein Ziel sein könnte, ist einen Piraten zur Piratengilde zu leveln. Und um das zu schaffen, musst du Level 50 in 3 der Hauptfraktionen erreichen. Aber kommen wir mal zu den Hauptfraktionen. Wir haben zum einen die Goldsammler, den Seelenorden den Handelsbund und zu guter Letzt die Reaper. Reaper ist so gesehen die PvP-Fraktion. Als Reaper wirst du für andere Spiele auf der Karte angezeigt, weshalb ich diese Fraktion als Anfänger nicht empfehlen würde. Besser ist es erstmal die anderen Fraktionen zu spielen, um das Spiel kennenzulernen und um Erfahrung zu sammeln. Einige fragen sich jetzt bestimmt, mit was fange ich am besten an? Ich würde euch empfehlen, mit dem Goldsammler zu starten, denn das ist einer der am einfachsten zu levelnden Fraktionen. Und das durch unter anderem der Seaforts, denn die könnt ihr in unter 5 Minuten machen, denn nutzt dann einfach eure Pistole, welche die Geister one-hittet und sich ziemlich schnell nachladen lässt. Und solltet ihr keine Munition mehr haben, kein Problem, denn die Geister lassen Munitionsbeutel fallen und es gibt Munitionsboxen auf der Festung. Wenn wir schon bei den Waffen sind, lasst uns die einmal genauer anschauen. Es gibt insgesamt 4 Waffen. Das Schwert. Mit ihm könnt ihr mit 4 Schlägen andere Piraten niederstrecken. Ihr könnt auch einen aufgeladenen Schlag ausführen, um noch mehr Schaden zu machen. Oder um schneller von der Insel zu eurem Schiff zu gelangen. Das macht ihr, indem ihr den Schlag aufladet und kurz bevor der Schlag kommt, springt ihr. Probiert's mal aus. Außerdem solltet ihr blocken, andernfalls klappt es nicht. Eye of Reach oder auch die Sniper. Mit ihr braucht ihr ebenfalls 2 Hits, um einen anderen Spieler zu töten, aber sie macht ein bisschen mehr Schaden als die Pistole, also sollte der Gegner ein bisschen weniger Leben haben, kann es sein, dass er auch nach dem ersten Hit schon direkt tot ist. Flintlock oder auch Pistole, ein guter Allrounder und gleichzeitig auch die einzige präzise Schusswaffe, ohne zu zielen. Mit ihr braucht ihr 2 Treffer, um andere Spieler zu töten. Lanabas, die einzige Waffe, welche es euch ermöglicht, anderen Piraten mit nur einem Schuss niederzustrecken. Und um das zu schaffen, müsst ihr ziemlich nah an einem anderen Spieler dran stehen. Versucht außerdem auch immer zu zielen, um noch mehr Schaden zu machen. Weiter geht's mit dem Leben. Ihr heilt euch, indem ihr Obst oder auch gebratenes Fleisch oder Fisch isst. Hier eine kleine Liste, was genau was an Leben bringt. Durch Bananen bekommt ihr nur 20%. Durch Kokosnüsse bekommt ihr 30%. Durch Granatapfel bekommt ihr 40%. Und durch Mangos bekommt ihr 50%.
Ananasse bringen euch 100% und lassen sich als einziges Obst zweimal benutzen. Bedeutet, ihr könnt zweimal abbeißen. Weiter geht's mit Fleisch und Fisch. Huhn, Schwein, Schlange und kleine Fische geben alle vier ziemlich genau gleich viel und lassen sich ebenfalls zweimal benutzen. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie weniger Leben geben als die Ananas, aber sie geben euch extra Leben, was euch automatisch heilt, sobald ihr wieder Leben verliert. Und davon ungefähr ein Viertel, also 25%. Hake, Megalodon und große Fische geben euch noch einmal mehr Leben und 50% Bonusleben. Zurück zu den Seaforts. Nach einigen besiegten Wellen sollte nun der Kapitän da sein. Ihr erkennt den anhand des roten Namens über seinen Kopf. Wenn ihr den besiegt habt, lasst ihr einen Schlüssel fallen und ihr könnt den direkt mitnehmen und runter zur Kammer. Und dort könnt ihr dann den Schlüssel in die Tür einsetzen und öffnet somit die Schatzkammer. Am besten bringt ihr dann schon mal den ganzen Loot raus, am besten dort, wo euer Schiff steht. Und dann kann schon direkt weitergehen. Denn auf der Festung befindet sich noch ein zweiter Schlüssel, der einfach irgendwo versteckt ist. Und das natürlich auch jedes Mal woanders. Wenn ihr den zweiten auf der Festung versteckten Schlüssel gefunden habt, bringt ihr ihn diesmal ganz nach oben, denn dort wartet noch eine Tür auf euch, die ihr aufschließen könnt, und dort befindet sich nochmal eine kleine Menge an Loot. Die Forts sind perfekt für den Anfang, denn ihr bekommt dort für jede Fraktion Loot. Die zweite Möglichkeit, um sehr schnell zu leveln und Gold zu machen, sind Larschenpostmissionen und Skelettkapitäne, die ihr einfach zufällig an jeder Insel finden könnt. Der Grund dafür ist, dass die Schätze aus der Flaschenpost und die Schädel von den Skelettkapitänen deutlich mehr XP geben, als die, die ihr aus der Mission bekommt, wenn ihr noch niedriges Level seid. Solltet ihr irgendeine Fraktion auf Level 15 gelevelt haben, dann geht es richtig los. Denn nun könnt ihr die Botschafterflagge kaufen, die bekommt ihr bei jeder Fraktion, außer bei Ruf des Jägers, sobald ihr Level 15 erreicht habt. Ihr kauft sie bei der Person, bei der ihr zuvor die Schätze verkauft habt. Und sie kostet ziemlich genau 20.000 Gold. Wenn ihr sie dann gekauft habt, könnt ihr sie direkt am Tisch neben der Fraktion anwählen und sie befindet sich dann direkt auf eurem Schiff. Jetzt stellt sich bestimmt die Frage, was bringt sie eigentlich und wie funktioniert sie genau? Und das ist eigentlich ziemlich simpel, denn sobald die Flagge auf eurem Schiff ist, ist euer Ziel, die Flagge zu leveln. Sie kann insgesamt auf Level 5 hochgelevelt werden und pro Level, das ihr macht, bekommt ihr mehr Erfahrungspunkte und mehr Gold für die Dinge, die ihr verkauft, für die natürlich jeweilige Fraktion. Ihr levelt die Flagge, indem ihr Skelettkapitäne tötet, Schätze ausgrabt, Fracht sammelt, eigentlich genau das, was ihr davor auch schon gemacht habt. Hier ein kleines Beispiel für euch. Ihr findet die Kapitänstruhe und gebt sie bei den Goldsammlern ab, ohne Botschafterflagge, dann bekommt ihr ziemlich genau 1000 Gold. Habt ihr aber eine Botschafterflagge, dann bekommt ihr einen Bonus von maximal 2,5. Dafür müsst aber die Flagge dann auf Level 5 gelevelt sein. Was würde dann bedeuten, dass ihr zu den 1000 Gold nochmal 3500 Gold zusätzlich bekommt. Merkt euch aber, sobald ihr Level 5 erreicht habt, können Reaper-Botschafter, die auch Level 5 sind, euch auf der Karte sehen. Ihr jedoch könnt sie schon sehen, wenn sie Level 1 sind. Wenn ihr dann Level 40 bei den Goldsammlern erreicht habt, solltet ihr unbedingt die Tresormission ausprobieren, denn dort bekommt ihr extrem viele Schätze und levelt damit viel schneller die letzten 10 Level, um dann Level 50 zu erreichen. Und wenn ihr dann Level 50 erreicht habt, solltet ihr inzwischen euer eigenes Schiff kaufen können, denn das bringt euch eine ganze Menge Vorteile. Ihr könnt eurem Schiff einen Namen geben und ihr könnt euch direkt zum Start Supplies kaufen, Kanonen, Planken, Essen, so ziemlich alles, was ihr braucht. Und natürlich könnt ihr von nun an auch euer Schiff von innen dekorieren.
Ich denke aber, der größte Vorteil und auch der Hauptgrund, warum man sich ein eigenes Schiff kaufen sollte, sind die Herrscher. Die sind an jedem Außenposten und ihr könnt von dort aus mit der Plume euren gesamten Loot zu denen ziehen und anschließend den gesamten Loot dort verkaufen. Das erspart euch dann komplett das Laufen zu den jeweiligen Fraktionen. Okay, kommen wir zu den Schiffen. Beginnen wir mit dem kleinsten und gleichzeitig mein Lieblingsschiff, der Sloop. Die Sloop ist das wendigste Schiff und hat nur einen Mast und eine Kanone pro Seite. Außerdem ist die Sloop das einzige Schiff von allen den dreien, welcher zwei Kettenschüsse oder einen Kettenschuss und eine Kanone braucht, bis der Mast dann fällt. Sloop ist das einzige Schiff, was ihr auch alleine spielen könnt, aber perfekt für zwei Spiele ausgelegt ist. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Sloop erfahren möchtet, auch in Kombination mit PvP, ich habe noch eine ganze Menge Tipps und Tricks auf Lager, dann schreibt es gerne in die Kommentare und vielleicht kommt dann sehr bald, demnächst, ein einzelnes Video nur für die Sloop. Machen wir weiter mit der Brig. Die Brig ist das mittelgrößte Schiff im Spiel und hat einen weiteren Mast. Beide fallen jedoch nach dem ersten Kettenschuss oder nach zwei Kanonenkugeln. Außerdem ist die Brig das einzige Schiff, was neben dem Oberdeck nur einen Unterdeck hat. Und die Brig ist das schnellste Schiff im Seitenwind. Die Galeone. Das aktuell noch größte Schiff von Sea of Thieves mit 3 Masten, 8 Kanonen insgesamt, 2 Unterdecks und hier können 4 Spieler drauf. Und das ist auch die Anzahl an Spielern, die unbedingt drauf sein sollten, denn andernfalls würden Anker hochziehen, Segel hochziehen und viel zu lange dauern. Das war Part 1 von meinem Anfänger-Guide. Freut euch gerne auf Part 2, dort gehen wir nochmal ein bisschen mehr ins Detail rein und klären auch solche Dinge wie zum Beispiel, was diese Kanonenkugeln auf sich haben und was sie genau bringen. Und natürlich auch, wie es weitergeht, wenn ihr jetzt 3 Fraktionen auf Level 50 gelevelt habt und eine ganze Menge. Lasst also gerne ein Like und Abo da und bis zum nächsten Mal. Bevor das Video jetzt aber auch schon zu Ende ist, schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr gerne als nächstes sehen möchtet, zum Beispiel ein Sloop-Guide. Oder doch lieber die beste Methode, um ein Gold zu kommen in Sea of Thieves, ein Guide für das Fort of the Damned. Oder ein Angelguide. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.